Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Trials of Mana. Ich bin es, Perfix, und wir haben das Spiel hier beim letzten Mal beendet. Ja, so sieht's aus, aber dort, wo es ein Ende gibt, gibt es auch einen Anfang. Und wir haben hier eine düstere Dame gesehen, die in dieser Welt nun erschienen ist, ohne genau zu wissen, wer sie ist. Aber so wie es aussieht, erwartet uns noch was, und zwar ein Kapitel Nummer 7, Heiligtum des Mana. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet nach dem Abspann. Ich hoffe, wir haben noch ein, zwei Klassenwechsel, die wir machen können. So, oder auch nicht. Muss ich ja also nochmal echt ins Spiel starten. Das finde ich aber ganz fies. Nun gut, aber ihr seht ja, man kann hier gleich den Spielstand laden. Finde ich doof, dass uns das nicht gleich reinlässt ins Spiel. Aber egal, dann sind wir halt hier nochmal am Hauptbildschirm. Hören das schöne Main-Theme. Und die, unsere Fee wurde zur Göttin des Mana, der Drachenlord ist bezwungen, Durant hat seinen Vater gerecht, kurz, knapp, alles bezwungen, aber nicht ahnend, dass ein weiteres Übel auf der Welt kurz vor seinem Ausbruch steht. Oh! No. What? What? Oh. Why? Why have I awoken? Why? This is the Royal Library in Volsena. How have I come to be here? All my worldly knowledge was sealed within this tome. The spirit of Master Grandqua is no longer in this realm. Why am I here? I cannot feel the presence of the goddess of Mana. Oh no! The witch. She must have awakened. Eine neue Geschichte wurde freigeschaltet. Du kannst zu dem Punkt der Handlung zurück, bevor die Gruppe Mondragon herausgefordert. Begib dich zur Königsbibliothek in Valsena. Heißt es, ich kann nochmal den Drachenlord hier bezogen? Oh! Nett. Sehr nett. Und einen Samen haben wir nochmal, den wir hier einsetzen können. Was will man mehr? Fällt euch eigentlich auf, dass wir für den finalen Fight des Spieles keine Erfahrung bekommen haben? Ist schon ein bisschen fragwürdig in meinen Augen. Aber Hauptsache, meine Items wurden weggenommen, gell? Nun gut. Ruf mal Flämmchen. Spielen wieder The Beat. Und dann gehen wir jetzt mal zur Bibliothek in Valsena. Was ist denn das für ein seltsamer Wälzer, der mit uns spricht? Sind wir ja Nier? Ist das Grimoire Weiß? Oh, ich muss mal wieder Nier spielen, fällt mir gerade auf. Oh, Nier ist so geil. So, wo geht's lang? Hallo? Wer will, wer hat noch nicht, wer will noch? Da auf nach Valsena, Königreich der Ebenen. Kriegen wir aber nicht nochmal irgendwie so einen Bonus-Klassenwechsel? Ich weiß nicht, wir sind jetzt mehr oder weniger so im Epilog, New Game Plus, wie man das auch immer nennen will. Also, da kann man schon nochmal so einen kleinen, unwichtigen Klassenwechsel machen, wo wir, weiß ich nicht, einen Skill haben, wo wir Feuer auf die Erde regnen lassen. Irgend so was Kleines, Unwichtiges halt, ihr wisst schon. Details. Hey, ich habe übrigens die Welt gerettet. Okay, gut. Scheint die Bitte allzu sehr zu interessieren. Bitte nur den Rand, das stört keinen. Huh? What's with this book? Oh. Does this mean that you can see my aura? The book said something! Ah, yes. I was once a great magician, known as Master Grand Qua. Your world is in grave danger, and that danger's name is Annis the Witch. Annis the Witch has been revived. Annis the... who? She's a magic user from the realm of the Mana Goddess.
Annis is the reason this world continues to be in peril. Annis intends to open a portal to Marvolia and destroy this world. There is but one way to face such a terrifying force of evil. You must reach the strongest class I ever discovered. Class 4. Class 4? Please, you must find a way to switch to Class 4 and defeat Annis. Save this world from the chaos she brings. Oh, I didn't know I could change to a fourth class. How do I do that? In order to reach Class 4, you must obtain a specific item. That item is the Valor Sphere, the Hope Sphere, the Kind Sphere. Interesting. Luck is on your side, as fate would have it. These class items can be found in places important to you, perhaps even kept by people to whom you have a deep connection. I beg of you, you must reach Class 4 to stop Annis and save this world from utter destruction. Kept by someone deeply connected to me. Perhaps something from Father, or... this ribbon belonged to my mother. Could it be what I need for Class 4? Oh. No. I suppose it is not. It must be some other object. Let us go to Laurent and see what we may find. Also es ist eigentlich simpel. Einmal Laurentian, einmal hier der König und einmal hier ihr Opa. Das ist eigentlich leicht. Aber ganz ernsthaft, Mann. Du Büchlein, du bist mein neuer bester Freund. Endlich mal einer, der mich versteht, der nicht sagt, müssen wir die Welt retten, weil Böses kommt. Nein, ich will die Welt retten, weil ich der stärkste Oberbösenkönig der Welt sein will, Mann. Hey, ich habe Drachenlord bezwungen, Mann. Heißt es, der Drachenlord lebt hier übrigens noch in dieser Welt? Da haben wir die Welt noch gar nicht gerettet. Verdammt. I bet His Majesty will know something about the Valor Sphere. Guess we better go ask him. Oh, Duran, you have come at a most opportune time. I have awaited your arrival. Waited for me? But why? Is something wrong, Your Majesty? In these trying times, the world is in need of swordmasters of merit. In order to find such persons in our kingdom, we will hold a tournament. What say you, Duran? How strong have you become in your travels? I imagine the kingdom would rejoice to see the champion of the youth division appear in this competition. Yes, sir! Please. I'm in. However, you no longer belong in the youth division. Duran, you will participate in the main event. This is the chance I've been waiting for. When I got my tournament invitation, I never thought I'd be facing off against my old enemy. Hey, Duran. Looks like I'm your first opponent. Think you're tough? Huh? Do ya? You got another thing coming. Duran, take this time to prepare for the tournament. When you are ready, come and speak with me again. The Sword Mastery Tournament will now commence. You're about to see how strong I've become firsthand. This is what training will get you. You ready, Duran? Go for it, Duran! Tear him apart! Begin the match!
Er ist nur Level 50. Der ist nur Level 50, liebe Leute. Oh mein Gott, dieser dramatische Fight. Oh nein, ich bin aus der Arena rausgetreten, habe jetzt verloren. Bam! Dramatischer Fight. Voll hart. Yield! Hold your weapons! Duran is the winner! I knew you'd win, Duran! Duran, I see that you have become much stronger. No! But I trained so hard to beat you! Hey, Duran! Next time, you'll be begging me to go easy on you. That's a promise. Yeah, you wish. I'll fight you anytime. You have progressed to the finals, Duran. You must be prepared. Come back and talk to me when you are ready. Be warned, your next opponent will not be so easy. The Sword Mastery Tournament Finals will now commence! But there's no one here. Am I meant to fight you, Your Majesty? No, Duran. I have a very specific opponent in mind for you, for the final round of this contest. Duran's opponent for the Sword Mastery Tournament is... Loki, the Golden Knight. Loki? But that's my dad. That's impossible. My dad is dead. Duran, my son, I am here to test what sort of soldier you have become. Now, put our past behind you and fight me. I challenge you. Dad. All right. I'll defeat you in my own right. As a fellow swordsman. Golden Knight? I accept! Now then, begin! I never dreamed I would have the chance to face my son in battle. What? Is thanks to the providence of the goddess of mana. Du hast ja also geträumt, deinen Sohn im Kampf zu töten. Alter Falter! Okay, ich habe ihn ein wenig unterschätzt. Ja, Gott verdammt nochmal. Ist der schnell. Also, nein, nicht in einer falschen. Okay, also, falsch schon wieder und jetzt das richtige Schwert. Dann bitte ein Item. Leute, 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 das wird nicht unbedingt so einfach, wie ich das jetzt hier erwartet habe, nach der ersten Runde. Ich kann über seine Attacken ausweichen, Mann. Aber egal, ich habe noch ein paar Schockis. Das kommt wieder angezaust, oder? Alter! Ausgewichen. Okay, komm her. Komm nicht her. Also Leute, frag mich nicht, wie der jetzt hier einfach auftauchen kann. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, er ist tot. Aber nun gut, wir haben schon zweimal mit ihm geredet, wieso dann nicht nochmal? Bringt ziemlich wenig, aber immerhin kriegen wir ein bisschen Leben dadurch. Ja, sieht cool aus, was du da treibst. Sieht echt cool aus, Mann. Respekt, Fadi. Aber wieso ist er da?
Nee, muss nicht sein. Komm, Salamando! Strength of the Golden Knight! Hui! Ist ganz schön unfair, Mann. Aber der hat's drauf, Mann. Also das ist bis jetzt der härteste Fight. Mit Abstand. Aus dem ganz einfachen Grund schon, dass wir alleine sind. Und du bist ein ganz schöner Cheater, Mann, Daddy. Alter! Leute, Mann! Da macht mich so platt, Mann. Da macht mich so platt, Mann. Na gut, die Attacke stört mich nicht. So. Da macht mich so derbe platt, Mann. Sieg! Wir haben nämlich auch die eine oder andere Fähigkeit. Der Konter, das ist die furchtbarste Fähigkeit, Mann. Das ist ja die derbeste, furchtbarste Fähigkeit. Fast. Oh komm, unsere Chance. Ja, jetzt kommt die Phase wieder. Das war echt ein Traum, deinen armen Sohn so zu blamieren. Lieber nicht, du cheatest. So. Naja, dafür irgendwas müssen wir ja hier am Ende sein. Ja! Komm, jetzt lassen wir mal 2 Sekunden Zeit. Dankeschön. Also. Das haben wir einmal. Was habe ich denn noch? Habe ich irgendwo. Jetzt hätte ich doch mal meine Items hier vernünftig machen sollen. Senkt alle Werte des Gegners. Holzmagie. Stell TP, alle verbindet wieder. Ruf Flämmchen, das brauchen wir. Flämmchen, töne meinen Vater! Fast hat man es rausgeschafft. Ich vergesse immer wieder, dass das 2 Attack macht. Ich check gar nicht, wie man der Attacke auswählen soll. Ich verstehe es auch wirklich nicht. Ich verstehe es echt nicht, wie man der Attacke auswählen kann. Da muss man, hat man wirklich ein Sekunden Zeitfenster. Ich bin doch hinter ihm, Mann! Hüpf da raus! Aber jetzt, Mann. Dün, 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 dün. It's obvious that you've trained hard. I didn't understand what strength. Aber wie hart, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Mann. Da gehen meine Schockis aus. Now I understand. And I ain't gonna lose this fight. Ich habe echt das Gefühl, das ist eine Glückssache, ob man diese Attacke ausweichen kann. Aber wenn der Kampf noch 10 Stunden geben würde, hätte ich mich an seinen Attack-Pattern gewöhnt. Die Attacke haben wir Rauch drauf, nur unser ist sie cool aus. Nimm alles zurück. Sieht schon ganz cool über die auch aus, Daddy, oh. Oh.
Blöder Konter, geh weg. So, und jetzt langt's mir, Mann. Auf Wiedersehen, egal wo du herkommst, Mann. Weg mit dir wieder. Hold your weapons. Duran is the winner. Well fought, Duran. You have become the strongest swordmaster in the world. Dad! Fear not, my son. I cannot linger, for I am no longer of the living world. It is my fate to move on after this, our final match. You have surpassed me in fighting prowess. What more could a father wish to see from his son? I have no regrets. Dad. Prince Richard, I humbly thank you for all that you have done for me. I too welcomed this opportunity. Think nothing of it, Loki, my friend. Until we meet again, Your Highness. Until we meet again. Stay strong, Duran. Take care of Wendy. What better way could a man depart this world than in the arms of his son? The greatest swordsman in the land. Dad! To the winner of the tournament, Duran, we award the legendary treasure of Valsena, the Valor Sphere! I'm honored. Huh? That treasure! Is not that the class item you need? All right! Now, I can finally reach class 4! Deine Verwundung mit der Loki hat eine neue Fähigkeit gewährt, und zwar... Ja, ganz nett. Hätten wir schon was Besseres gefunden. So, 200%ige Stärke in jedem Kampf, weil wir so super motiviert sind. Okay, das war der mit Abstand härteste Fall. Nummer 1, wir waren komplett alleine. Alter, stell dir vor... Stell dir vor, wir müssen mit Charlotte allein kämpfen. Haha! Gegen bei Game Over, Mann. Also mit Reezy wird das kein Problem werden, aber mit Charlotte... Können Sie mir mal schon, weil ich meine, mit Durant ist ja am leichtesten gewesen hier. Muss ich jetzt eigentlich wieder zu dem Buch da zurückgehen oder fliegen wir gleich nach Laurentien und so? Naja, werden wir gleich sehen. Zumindest, letzte Sache, schöner Abschluss hier. Keine Ahnung, wie der einfach war, er ist aber Geist und... Hi, ich bin dein Geistvater. Ich habe keine Zeit, um mich mit meiner Tochter und meiner Frau zu verabschieden, aber ich bin hier. Also okay, erhalte die Klassengegenstände, jo dann... Wie viel habe ich denn noch Schockis? 63. Schon ein bisschen arg wenig. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt als erstes nach... da zumindest, wo die Charlotte wohnt. Und hoffen, dass wir dort den nächsten Klassengegenstand für sie erhalten. Dann noch holen wir jetzt hier für die gute Reezy. Und am Ende werden wir dann diesen bösen, was auch immer hier die Welt erobern will, in den anderen drehen. Denn mit Klasse 4 hält uns nichts mehr auf. Aber bevor wir da landen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal... Oh, ach so, wir müssen bei ihrem... Hier landen. Ah, in Dio. Ich dachte, wir müssen in der anderen Stadt landen. Nun gut, zumindest jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Trials of Mana. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.